Ein guter Freund von mir hat mir eine Waffe zur Verfügung gestellt, die ich euch mal kurz vorstellen möchte. Ich möchte nicht auf die Historie eingehen, das können andere viel, viel besser. Ich möchte euch das Teil einfach nur mal kurz vorstellen. Jeder von euch oder die meisten von euch werden diese Waffe schon kennen, zumindest mal das Modell. Viele von euch werden dieses Waffenmodell auch schon geschossen haben müssen. Die Rede ist hier von einer P38. Ob jetzt hier tatsächlich eine Walter oder eine Mauser, entzieht sich so ein bisschen meiner Kenntnis. Es ist ein Modell aus dem Jahre 1943. Das heißt, dürfte ein Stahlgriffstück sein. Nachfolgemodelle hatten ja, glaube ich, Leichtmetallgriffstück. Aber wie gesagt, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Wie gesagt, zur Verfügung gestellt wurde mir das von einem guten Freund. Er hatte vorgeschlagen, ich kann ja mal hier drüber das eine oder andere Video mal machen, was ich auch sehr gerne mache. Wir haben also eine P38, das ist eine Standardversion, Modelljahr 1943, schöne alte braune Bakelitgriffschalen, Kaliber 9mm Luger. Hier in dieser Version haben wir hier unten diese Spange, die das Magazin hält, anstelle eines Druckknopfs. Ob es da tatsächlich jetzt Folgemodelle gibt, wie gesagt, ich bin nicht der Kenner, sage ich euch gleich vorneweg. Mir geht es ja hier tatsächlich darum, das Ding einfach mal kurz zu zeigen und auch meine Scheibe zu zeigen, wo ich das erste Mal damit geschossen habe. Denn meine Erfahrungen mit der P38 sind nicht gut. Das muss ich gleich vorneweg sagen. Ich schäme mich auch nicht zu erzählen, dass ich bei meiner ersten Landesmeisterschaft DP1 bis 1945, das heißt, alle Waffen, die bis 1945 konstruiert, entwickelt wurden, sind dort zugelassen und da fällt selbstredend eine P38 mit rein. Und da habe ich auch so ein hart verchromt bling bling porno mexikanischer Gangsterboss Ding da habe ich geschossen. Ebenfalls ungefähr gleiches Baujahr dürfte gewesen sein. Und ich hatte, glaube ich, 4 Ringe von 150. Also ich glaube, das waren 2 Treffer auf der Scheibe in der Wertung, 2x2 Ringe. Die anderen 13 Schuss, die fliegen, glaube ich, heute noch. Und das war vor 4 Jahren oder 3 Jahren. Das heißt, wie gesagt, meine Erfahrungen im Umgang mit dieser Waffe sind nicht wirklich positiv. Einer meiner Jungs aus der SLG hat sich eine gekauft und der trifft damit auch nichts. Zumindest nicht auf die 25 Meter. Aus dem Grund habe ich diese Waffe bislang erst auf 7 Meter geschossen. Die Scheibe kann sich aber durchaus sehen lassen, wie ich finde. Dafür, dass es eine Waffe ist, mit der ich noch nie vorher geschossen habe. Und wo ich nicht weiß, ob die Munition, die ich verwendet habe, Magtech 124 Grain Standard Vollmantel, ob die auch tatsächlich jetzt hier super funktioniert, harmoniert, wie auch immer. Natürlich möchte ich euch die Scheibe nicht unbedingt voranhalten. Natürlich besser, höher, weiter, schneller geht immer. Aber ich sag mal, für meinen Anspruch kann sich das durchaus sehen lassen. Sehr viel mehr gibt es, glaube ich, über dieses Pistölchen eigentlich nicht wirklich zu erzählen. Was hat sie denn für Features? Nun, wir haben hier ähnlich wie bei der Beretta ein Open-Top-System. Das heißt, wir haben komplett hier den Auswurf der Patronen ist komplett frei. Wir haben eine Sicherung mit Entspannhebel. Das heißt, ich entspanne die Waffe sicher und habe die Waffe auch zeitgleich gesichert. Mache ich den Hebel wieder hoch, bin ich dann quasi im Double-Action-Modus des DASA-Abzuges. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir ein Fassungsvermögen von 8 Schuss, Lanyard-Haken, auswechselbares Korn, auswechselbare Kimme. Was ein bisschen tricky ist, da hier, um die Kimme auszutauschen, hier quasi der komplette Schlitten auseinandergenommen werden muss. Aber das Schöne an der P38/P1 ist, man kriegt Ersatzteile auf Deutsch geschissen billig und ohne Ende. Dadurch, dass es halt lange Jahre bei der Bundeswehr im Einsatz war, kriegt man die Teile tatsächlich sogar als Arsenalware sehr, sehr günstig und in großen Stückzahlen. Gerade so über die Bucht bei Igern zum Beispiel. Also, wie gesagt, P38, weiß jetzt nicht genau, es steht ja auch nirgendwo wirklich drauf, ob jetzt Mauser oder Walter. Da müsste ich anfangen, irgendwelche Kennzahlen hier auseinander zu dröseln. Ist aber ganz ehrlich gesagt nicht meine Welt. Wir sagen jetzt einfach mal, es ist eine Walter P38.
Schickes Ding, schießt sich eigentlich sehr schön. Da sie ein relativ hohes Eigengewicht hat, ist der Rückstoß relativ moderat. Macht auf jeden Fall Spaß zu schießen. Ich werde sie heute mal auf 25 Meter testen, denke ich mal. Parallel zu meiner Luger 08, Mauser 08. Werden wir mal gucken, womit ich besser treffe. In diesem Sinn, P38, stay tuned, es wird noch mehr hiervon kommen. In diesem Sinn, macht's gut.